Leute, herzlich willkommen im heutigen Milka-Mittwoch-Video. Und zwar machen wir heute mal ein Gassi-Talk-Video. Da bin ich spontan heute Morgen beim Aufstehen drauf gekommen auf die Idee, dass ich doch einfach mal ja während des Spazierengehens so ein bisschen vloggen könnte. Quasi einen Gassi-Talk mache über so aktuelle Themen, die mich und Milky oder eher gesagt, die mich so beschäftigen und wir dabei so ein bisschen quatschen. Wenn es euch gefällt, dann gebt dem Video doch gerne schon mal einen Daumen nach oben. Dann kann ich das Ganze nämlich auch mal gucken, ob ich das ausweite, indem ich mich ja mit anderen YouTubern vielleicht treffe, die auch einen Hund haben und das Ganze mal so zusammen mache. Mal schauen. So, aber wir gehen jetzt erstmal los. Milky, wird hier schon wieder langweilig, ne, Schatz? Genau, deswegen gehen wir jetzt mal weiter. Komm mal. Unser Ziel ist nämlich das Futterhaus. Da will ich für Milky einen neuen Sack Futter kaufen, den wir nämlich dringend benötigen. Ich hoffe doch sehr, der ist vorrätig da und ja, dass ich den dann gleich mitnehmen kann. Jetzt muss ich aber auch irgendwas hier erzählen, was uns im Moment beschäftigt. Und zwar, komm Milky, ist das, würde ich mal so sagen, momentan auf jeden Fall Milkys Läufigkeit. Wer von euch es schon auf Snapchat oder Instagram mitbekommen hat, Milky ist seit ungefähr ja, anderthalb Wochen jetzt läufig. Sie hat im Moment ihre Stehtage, deshalb habe ich sie jetzt auch an der Leine, weil ich sie natürlich jetzt nicht einfach so rumlaufen lassen kann. Ja, grundsätzlich zur Läufigkeit habt ihr mich auch so die ein oder andere Sache gefragt, warum ich Milky nicht kastriert habe und so weiter und so fort. Und zwar, das ist jetzt ihre dritte Läufigkeit, vielleicht mal so von Anfang an. Hauptsache, sie frisst da Gras im Gebüsch. Also es ist ihre dritte Läufigkeit. Ich habe mir eigentlich von Anfang an so gesagt, dass ich erstmal abwarte, wie das Ganze abläuft. Weil manche Hunde, die leiden da ja unglaublich drunter, werden scheinschwanger und sind dann total depressiv. Milky aber hingegen ist das wirklich komplett egal. Ich habe das Gefühl, das geht fast so an ihr vorbei, einfach so. Das Einzige, was bei ihr natürlich auch ist, wie bei allen anderen Hunden, ist, dass sie halt so ein bisschen ja, blutet. Da bekommt sie in der Wohnung dann immer so ein Höschen an, kann ich euch gleich auch nochmal hier verlinken. Aber das lässt sie auch wirklich an und das ist überhaupt kein Problem, dass uns das groß stören würde. Deswegen habe ich mir jetzt so ja, vorgenommen, oder was heißt vorgenommen, habe ich mir gesagt, dass ich sie jetzt erstmal unkastriert lasse, solange das so unproblematisch bleibt. So, Milky, komm mal mit. Wir wollen jetzt hier nicht nur rumstehen. Wir wollen ja spazieren gehen eigentlich. Deswegen gehen wir jetzt hier noch mal ein Stück weiter, dass wir heute auch noch ankommen beim, hoppala, beim Futterhaus und weiter geht's. Okay, hier ist jetzt gerade keiner, deswegen habe ich sie mir von der Leine abgemacht, um so ein bisschen mit ihr zu spielen. Milky, komm mal da. Milka. So, okay, also hier ist echt weit und breit keine Menschenseele, deswegen darf Milky jetzt noch ein bisschen frei laufen, aber auch nur, weil sie ja in meiner näheren Umgebung bleibt und ich das Ganze unter Kontrolle habe, weil sonst während dieser Stehtage ist das halt schon ziemlich gefährlich, sage ich mal so, wenn dann ein anderer Hund sie deckt, wäre das halt nicht so cool, aber wie gesagt, ihr seht ja schon, hier ist absolut nichts los. Und super cool, dass auch die Sonne jetzt rauskommt. Voll schön. Guck mal hier. So, vielleicht auch noch mal kurz zur Kastration allgemein. Weil das ist ja so ein sehr strittiges Thema, finde ich, bei Hundebesitzern. Also manche sagen ja, okay, nein, man muss den Hund auf jeden Fall kastrieren. Andere sagen wieder, nein, das kann man nicht machen. Da greift man quasi in die Natur des Tieres ein. Ich persönlich finde, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es kommt klar zum einen auf die persönliche ja, Lebenssituation von einem selbst an, ob man da, ich sag mal so in Anführungsstrichen, Lust drauf hat, dass man halt zweimal im Jahr einen läufigen Hund hat, wo man dann, wenn man rausgeht, sehr darauf aufpassen muss, dass da nichts passiert und andererseits halt in der Wohnung dann immer gucken muss, dass der die Hose anhat und da halt nichts vollsaut, so mit anderen Worten. Und zum anderen halt aber natürlich auch, wie es dem Tier dabei geht. Weil wenn das Tier da so sehr drunter leidet, es gibt ja Hündinnen, die dann wirklich scheinschwanger werden, total depressiv sind. Milka, komm! Komm! Ich hab keinen Bock mehr hier irgendwie. Total depressiv sind und halt wirklich dann denken nach dieser Scheinschwangerschaft, dass sie Welpen haben und die dann immer suchen und wirklich die Zitzen anschwillen und Milch produzieren. Also in so einem Fall würde ich meinen Hund auch auf jeden Fall kastrieren lassen. Aber es ist, wie schon gesagt, so ein Thema, da muss halt einfach jeder selbst gucken. Ich finde, da gibt es pauschal so keine perfekte Lösung für. Das ist wirklich
komplett individuell und hat halt, wie schon gesagt, Vor- und Nachteile. So Leute, Milky und ich sind jetzt hier gerade am Futterhaus angekommen und ja, wir hoffen natürlich, das ist Milkys Futter. Du gähnst schon wieder, oh mein Gott, sie gähnt einfach immer, dass Milkys Futter vorrätig da ist, weil das wäre echt der Mega-Fail, wenn es das jetzt nicht gibt. Und ja, es fängt übrigens gerade so ein bisschen an zu nieseln, also perfektes Timing, dass wir jetzt da sind. Nochmal ganz kurz, ihr habt ja immer wieder gefragt, wo wir gerade beim Thema Läufigkeit waren. Ihr habt ja immer wieder gefragt, meine Haare. Ihr habt ja immer wieder gefragt, ob ich plane, dass Milky Welpen bekommt. Und ja, also das ist echt nicht in Planung für die nächsten Jahre. Auch wenn sie nicht kastriert ist. Ich finde, zum einen muss man natürlich den Hund entsprechend untersuchen lassen, ob das überhaupt Sinn macht. Also dass das nicht so eine blinde Vermehrerei ist, sondern dass wirklich der Hund gesund ist und ja, ne, man dann gesunde Welpen und nicht einfach so, ach ja, süße Labbis und die werden da krank alle. Will man ja nicht. Und zum anderen, finde ich, sollte man dann auch ja, das passende Haus, Wohnung, Grundstück auf jeden Fall mit Garten haben, dass sie da entsprechend aufwachsen können. Und das haben wir gerade ja, wie ihr wisst, leider auch noch nicht. Und in so einer Wohnung mit Balkon ist, glaube ich, echt nicht der geeignete Ort, um da irgendwie ja, dem Hund oder den Hund decken zu lassen, beziehungsweise dann Welpen aufzuziehen. Milky geiert hier schon in das Futterhaus rein, die will da jetzt unbedingt rein. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch mal zusammen rein. Hallo! Hallo. Komm. So, neues Halsband gibt es noch nicht. Wir haben gerade essen. So, Milkys Futter ist auch da. Jetzt muss ich hier mal schauen. Milk kann nichts daraus klauen. Nee. Genau, das bekommt sie ja immer. Oh mein Gott, das ist so schwer. Kennt ihr ja auch schon. Shit, ey, wie will ich das nach Hause kriegen, frage ich mich gerade. Aber ich werde es schon irgendwie schaffen. Und einen Kauknochen. Oh mein Gott, Leute, ich konnte gerade nicht mehr filmen, weil ich das hier mit diesem riesen Futtersack nicht mehr managen konnte. Wir sind jetzt hier im Car2Go, mussten auch bestimmt nochmal 200 Meter zu diesem Car2Go laufen. So nervig. Mit diesem 15 Kilo Sack, aber ich habe jetzt alles im Auto. Leute, wir sind jetzt hier gerade wieder zu Hause reingekommen. Da ist Milky und da steht der Futtersack. Oha, das war wirklich so eine krasse Schlepperei. Ich habe das ja sonst mal bestellt, aber jetzt kann man das Futter irgendwie nicht mehr bestellen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und ihr könnt es schon erahnen, ich habe hier so viel umgebaut. Oh mein Gott, das ist so cool. Ich freue mich schon so darauf, euch das alles zu zeigen, dann mal in einer neuen Wohnungstour, weil das wirklich komplett anders aussieht, wie ich finde. Aber ich würde sagen, wir beenden jetzt den Vlog. Es ist ja gar kein Vlog. Den Gassi-Talk erstmal für heute. Dazu brauche ich natürlich Milky. Komm mal her, Schatz. Mach mal Sitz. Mach mal Sitz. Genau. Und zwar hoffen wir natürlich, dass euch dieses neue Format oder ja, diese neue Idee von Video, die ist mir wirklich so ganz spontan gekommen, dass euch das gefällt. Wenn ja, dann zeigt mir das doch gerne oder zeigt uns das doch gerne. Wie schon gesagt, mit einem Daumen nach oben. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und abonniert uns natürlich gerne, um in Zukunft kein Video mehr von uns zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Milky ist erstmal K.O. jetzt für heute. Ciao!